So, da sind wir auch schon wieder zurück bei Contrast im siebten Part jetzt schon. In der letzten Folge haben wir das Piratenschiff komplett kaputt gemacht und müssen das jetzt wieder reparieren. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Hier glitzert schon wieder was. Sammelobjekte. Oh, es hat gespeichert. Oh, ich hoffe, es hat wirklich gespeichert. Piratenschiff Handbuch, Schmierpunkt für die Walzenlager. Okay. Ich lese das jetzt nicht vor. Ihr könnt das gerne selber lesen, ihr könnt pausieren, aber das ist irgendwie. Joa, irgendwas müssen wir wohl schmieren. Oder so. Are you ready? Okay, 3, 2, 1, go! Los! Haben wir es geschafft? War es wirklich so einfach? I think we fixed it. I think we fixed the whole thing. Ich bin mir nicht ganz sicher, Didi. Oh, doch. Wir haben es repariert. Tatsache. Ja, nice. Cool. Attraktion 1 wurde also gefixt und es speichert. Oh, ich liebe es, wenn es speichert. Ich liebe es vor allem, wenn das Speichern funktioniert, was leider nicht ganz so oft der Fall ist. Wir haben da oben immer noch diese Leuchtkugel. Das macht mich so. Das hat mich so aufgeregt, dass wir die nicht gekriegt haben. Ups. Das war falsch. Darum versuchen wir das gleich nochmal. Ja! Warum funktioniert denn das jetzt so einfach? Hä? Ich habe nichts anders gemacht. Ich schwöre euch, ich habe nichts anders gemacht als letztes Mal. Nichts. Aber manchmal. Ich muss das Spiel nicht verstehen, ne? Was ist das hier? Ah, wieder irgendwas. Um da hochzukommen. Nein. Nein, wirf mich doch nicht weg. Ah, das ist ja richtig eklig. Ich glaube, das ist. Ja, ich glaube, die schlagen gerade auf Didis Papa ein oder so. Er hat sich echt mit den komplett falschen Leuten eingelassen, ne? Nein, ich habe es fast geschafft. Komm schon. Komm. Spring auf den Hut. Spring da hoch. Und hoch. Und rüber. Puh, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Super. Was ist das hier? Nee, das hier. Nee, ich wollte zum Karussell. Ich wollte jetzt das Karussell reparieren. Weil wir genügend Leuchtkugeln haben. Ah, hier ist es. Look, there's the balloon. It ich got weiß. Snagged, so they can't pull it down. Das hast du mir schon But mal erzählt. Ich überspringe das jetzt. I bet somebody didn't pay attention when he was tying it down. Hä, das hat sie uns schon mal erzählt. Ja, ich weiß. Hier. I think I can turn this on now. I think you're gonna need to get that beacon working. Okay. Giddy up, Horsey! Yeehaw! Woo! Ja. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich auf so ein Pferdchen hochkommen soll. Hoch da. Ah. Okay, und jetzt? Bleib mir mal einfach stehen. Nee. Nee, das ist nicht richtig. Hier komme ich doch nie wieder hoch. Keine Chance. Wie soll ich das denn schaffen? Yay! Oh, ich dachte, jetzt, wo wir das gemacht haben, mit der Leuchtkugel und so, dass das jetzt einfach gefixt ist, aber natürlich nicht. Okay, warte, wir stellen uns ganz hinten hin. Vielleicht schaffen wir es dann. Nein, schaffen wir nicht. Ich hasse das. Ich komm mir so dumm vor bei diesen Sachen. Es ist einfach, manchmal, da frage ich mich ja tatsächlich, wie ich mein Abi geschafft habe, ne? Frage ich mich sogar relativ oft.
Wie soll ich da denn hochkommen? Run, Cowboy! Get along, little doggies! Ich meine, hier keine Chance. Nee. Guck mal, da sind wir viel zu klein für. Ne? Geh da in die Schatten. Rein da. Nee, no chance. Vielleicht auch doch. Vielleicht bin ich einfach zu pessimistisch, ne? Nein, nein, wir kommen da wirklich nicht hoch. Ich hasse es. Ich hasse es. Warum tue ich mir das an? Nur für euch. Auch hier hoch, aber das hilft ja alles nichts, ne? Ich muss... Wie soll ich denn da hochkommen? Also wie soll ich vor allem nachher auch generell auf das Karussell raufkommen? Ach, wisst ihr was? Das ist ein Problem für Zukunfts-Lego. Jetzt-Lego hat keine Nerven dafür. Und möchte nicht schon wieder einen ganzen Part mit einem blöden Rätsel verschwenden. Darum gehen wir in den Märchenwald. Didi, du kannst dich offensichtlich teleportieren. Hey, has anyone seen the princess puppet? We can't really start the story without her. That sounds like Daddy. Da ist doch was. Ah, she was right here. Ach was, ich bin jetzt die Prinzessin? Ah, there she is. Das ist ja cool. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father, the king. The king loved her very much because daddies loved their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre who was eating travelers because ogres do that. So, the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess. Was? Was and become king when he died. The king's lands were very far away and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred. Na toll. And he fell immediately in love with the princess. Oh, ich liebe dich. Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. Ich kann ihm nicht folgen, leider. Oder? After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. Fred! So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Tut mir leid, ich habe die Geschichte ruiniert. Aber cool, dass die Geschichte sich anpasst, ne? Das mag ich, das finde ich super. Okay, weiter geht's. Komm schon, erzähl doch weiter. Du hast das so gut gemacht. Ich weiß doch gar nicht, wo ich längs muss. Okay. Wir suchen also unseren zukünftigen Ehemann, Fred. She came to a wide river filled with snapping crocodiles. She couldn't even swim. So what do you think she did? Das ist eine sehr gute Idee. Frage. Ich glaube, sie sprang dem Krokodil einfach auf den Mund. Oh nein, oh, ah! Unfortunately, she fell in the water and drowned. Wait, that's not what happened. She came to a wide river filled with snapping crocodiles. Ich dachte, she couldn't even swim. Nee, so what do you think she did? Ja, ja, tut mir leid. Mann, diese Krokodile sind doof. Ne? Hopp und hopp und hopp und hopp und hopp. She ran on top of their heads. That's right. Genau, so machen das Prinzessinnen nämlich. So und nicht anders.
It was a magical forest where the plants seemed to know each other. She had to use magic mushrooms to get high or up. Ah, ich habe den Wortwitz erst jetzt verstanden. Wie gut. Oh mein Gott. Hab dieses verstanden? To get high or up. Oh, das ist... Oh Mann. Okay, warte. Der in der Mitte muss zuletzt weg. Dann der. Und der als erstes. Nee, jetzt habe ich falsch rumgemacht. Ja, ich habe es falsch rumgemacht. Okay, als erstes... Nein, 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 das ist falsch. 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 Komm schon. Dankeschön. Boah, ich muss in 10 Minuten schon los. Mist. Ich muss den Part doch noch schneiden. Oh, keine... Tatsächlich keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Nein, hoch. Nein! Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Okay, aber wir haben es grob verstanden. Wir machen jetzt einfach die Abstände dazwischen ein bisschen größer. Nein. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, okay. That's not what happened. Komm schon. Das schaffen wir noch. Das war zu schnell. Das wird nicht funktionieren. Oh, vielleicht wird das hier ein bisschen ein kürzerer Part. Weil ich echt noch schneiden muss. Das kann ich nicht in der Uni machen. Ich meine, hochladen, exportieren, rendern, das funktioniert alles super in der Uni. Aber das Schneiden leider nicht. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, okay. That's not what happened. Ja, noch ein Versuch. Nein, falsch. Okay, ein Versuch noch. Und dann muss ich die Aufnahme leider abbrechen. Und später fortsetzen. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Das macht mich gerade so wütend, ne? Wenn ich das jetzt nicht schaffe. Jetzt. She learned to use some bendy tree branches to fling herself across a patch of deadly sharp bamboo. Oh, geschafft. As the sun was setting, she came to the giant ogre's campsite. And there, the princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. Fred. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see her. Ja, das kann ich mir vorstellen, ne? Komm, schlag mich. Schlag mich. Oh! Das war nicht wörtlich gemeint. Ich glaube nämlich, wir müssen auf seine Keule springen. Um Fred da runterzuholen. Ja. Komm, hau mich. Hau mich. But the princess was a woman of action. And she was nimble. And the ogre was clumsy and easy to taunt. What's a taunt? That's when you make fun of someone. You should never make fun of people, but with ogres, sometimes you have to. Aber war das jetzt richtig oder falsch? Weil, ich meine, den Ogre kriegen wir ja so down. Leider auch Fred, aber naja. Manchmal muss eine Prinzessin tun, was eine Prinzessin tun muss. Und das ist Rennen. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Wir haben den Ogre down gekriegt. And so the princess tricked the ogre and rescued Fred. Fred didn't feel too good about it.
He really loved the princess. Fortunately, the king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song, a little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she went off looking for him again. Ja, das machen wir aber erst im nächsten Part. Der Prinzessinnenhut steht uns, ne? Auf jeden Fall freut es mich, habt ihr wieder eingeschaltet. Jetzt ist die Runde doch 15 Minuten lang und ich muss in 8 Minuten auf den Zug rennen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Auf jeden Fall, würde ich sagen, bis Montag. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Passt auf euch auf, wie immer, bleibt cool und ciao zusammen.